Wir sind Jasmin und Jasper und wir sprechen heute mit einem ganz wichtigen Politiker. Wie sollen wir Sie ansprechen? Mit Herr Präsident? Herr Lammert reicht völlig aus. Was sind die Aufgaben eines Bundestagspräsidenten? Wenn ich die alle vollständig aufzählen wollte, würden wir viel Zeit dafür brauchen. Die auffälligste Aufgabe ist sicher, die Sitzungen zu leiten. Die Plenarsitzung des Bundestages Wort zu erteilen, gegebenenfalls auch das Wort zu entziehen, wenn einer entweder seine Zeit maßlos überzieht oder sich in einer Weise daneben benimmt, dass wir meinen, so geht das aber nicht. Aber über diese auffällige Aufgabe hinaus ist sicher seine wichtigste Funktion, sicherzustellen, dass die Abgeordneten ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten wahrnehmen können und auch tatsächlich wahrnehmen. Und das muss man manchmal gegenüber den eigenen Fraktionen sicherstellen, manchmal gegenüber der Regierung, manchmal gegenüber der Öffentlichkeit. Also vieles davon ist nach außen gar nicht oder nur selten sichtbar, aber sicher mindestens so wichtig wie die Leitung von Plenarsitzungen. Und wie wird man Bundestagspräsident? Durch Wahl. Alle wichtigen Ämter in einer funktionierenden Demokratie werden durch Wahl entschieden. In der ersten Sitzung eines neu gewählten Parlaments, also gleich zu Beginn, wählen die Abgeordneten in geheimer Wahl ihren Präsidenten oder ihre Präsidentin. Dazu gibt es dann üblicherweise einen Vorschlag der größten Fraktion. Aber es können aus der Mitte des Bundestages auch weitere Vorschläge gemacht werden. Und dann wird mit Stimmzetteln geheim abgestimmt. Sie sind ja schon sehr lange Bundestagspräsident. Was war das Schönste, das Sie erlebt haben? Ja, das Schönste gibt es sicher nicht. Aber es gibt schon eine Reihe wirklich herausragender Ereignisse. Dazu gehört die gemeinsame Sitzung des Deutschen Bundestages und des französischen Parlaments. So etwas hat es vorher nie gegeben, dass zwei Parlamente von zwei Nachbarstaaten eine gemeinsame Sitzung durchführen. Haben wir damals 2013 hier im Reichstagsgebäude veranstaltet, aus Anlass des 50. Geburtstages des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages. Das war ein nicht nur riesiges Ereignis, es war auch eines, das, glaube ich, alle, die damals dabei gewesen sind, Franzosen wie Deutsche, in nachhaltiger Erinnerung haben. Ähnlich, aber auf andere Weise bedeutsam war sicher die Rede des deutschen Papstes Benedikt vor dem Deutschen Bundestag. Zum ersten Mal, dass ein deutscher Papst vor einem deutschen Parlament geredet hat. Das werden wir auch alle zu unseren Lebzeiten kein zweites Mal voraussichtlich erleben können. Und über diese wirklich sehr auffälligen Veranstaltungen hinaus gibt es natürlich viele interessante Begegnungen, die sich jetzt gar nicht im Einzelnen schildern lassen. Aber zu den sicher besonders attraktiven Bestandteilen dieses Amtes gehört, dass man regelmäßig mit hochinteressanten Gesprächspartnern zusammenkommt und eben nicht nur aus dem Bereich der Politik, sondern aus, wie gerade Stichwort Papst, aus den Kirchen, aus der Wissenschaft, aus dem Sport, aus der Kunst und Kultur. Und was hat Ihnen nicht so gut gefallen? Die Fragestunde des Bundestages gefällt mir überhaupt nicht. Sie ist von einer so gepflegten Langeweile, dass man die Zeit, glaube ich, besser anders nutzen könnte. Aber meine Versuche, das zu ändern, sind bisher jedenfalls in Ansätzen stecken geblieben, also nicht annähernd so weit gediehen, wie ich mir das gewünscht hätte. Bald ist die Bundestagswahl. Was sollten Kinder darüber wissen? Ja, mindestens schon mal, dass
ist nicht das einzige, aber ein zentrales und völlig unverzichtbares Merkmal jeder Demokratie ist, dass in regelmäßigen Abständen alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in einer freien Wahl darüber bestimmen können, wer sie eigentlich vertreten soll und von wem sie regiert werden wollen. Das ist bekanntlich an die Staatsangehörigkeit gebunden und an ein Mindestalter gebunden, in Deutschland gegenwärtig 18 Jahre. Das war übrigens früher mal höher. Ich habe mit 21 zum ersten Mal wählen dürfen. Und hätte damals auch gar nicht gewählt werden können mit 21, weil damals das sogenannte passive Wahlalter, also die Möglichkeit, gewählt werden zu können, bei 25 lag. Inzwischen haben wir beides auf 18 gesetzlich festgelegt. Das heißt, mit 18 kann man wählen und mit 18 kann man auch gewählt werden. Politiker streiten oft und jeder will Recht haben. Ist dieser Streit etwas Gutes? Also erstens streiten, wenn man jetzt mal bei dem Begriff bleiben will, ja nicht nur Politiker miteinander. Andere tun es auch. Kinder übrigens auch. Und ich weise immer wieder darauf hin, dass die Demokratie nicht ein Verfahren zur Verhinderung von Streit ist, sondern die Demokratie ist das bislang wohl intelligenteste Verfahren, unvermeidlichen Streit in einer Weise auszutragen, dass möglichst jeder mit seinem Anliegen zu Wort kommt und am Ende eine Entscheidung zustande kommt, die alle akzeptieren können. Nicht, weil am Ende alle einer Meinung wären, aber weil alle den Eindruck haben, wir haben jetzt in einer fairen Weise uns mit dem Thema beschäftigt und dann ist mit Mehrheit eine Entscheidung getroffen, die auch eine Minderheit akzeptieren kann. Uns interessiert es sehr, was der Bundestag für uns Kinder macht. Wer kümmert sich darum im Parlament? Also zunächst mal die Verpflichtung eines Parlamentes, die Menschen in einem Land zu vertreten, gilt selbstverständlich für Kinder nicht weniger als für Erwachsene. Und der Umstand, dass Kinder nicht wahlberechtigt sind und auch noch nicht wählbar sind, schließt sie ja nicht aus dieser Vertretung des Parlamentes aus. Dennoch hat es natürlich seinen guten Grund, dass der Deutsche Bundestag vor einigen Jahren beschlossen hat, eine eigene Kinderkommission einzusetzen, um sicherzustellen, dass die besonderen Anliegen und Interessen, die Kinder im Unterschied zu Erwachsenen zweifellos haben, nicht übersehen werden. Und diese Kinderkommission, die in jeder Legislaturperiode neu gebildet wird und in der aus allen Fraktionen mindestens ein Vertreter Mitglied wird, wechselt auch regelmäßig untereinander den Vorsitz, sodass wiederum sichergestellt ist, dass vielleicht auch unterschiedliche Anliegen, die in der einen Partei oder Fraktion etwas stärker sein können als in einer anderen, auch durch den Wechsel im Vorsitz zur Geltung kommen können. Der Bundestag hat auch eine eigene Internetseite für Kinder, kuppelkucker.de. Nutzen Sie auch oft das Internet? Ich nutze natürlich häufig das Internet, Kuppelkucker seltener. aber natürlich ist das Internet längst zu einer ganz unverzichtbaren Informationsquelle geworden. Vieles lässt sich auf diese Weise sehr viel schneller und manchmal auch sehr viel vollständiger beschaffen, als das früher auf dem üblichen Weg des Suchens und Findens von Büchern der Fall gewesen ist. Allerdings ist damit auch eine Reihe von Risiken verbunden, die man nicht gänzlich übersehen darf. Die Vorstellung, durchs Internet werde man ganz sicher vollständig informiert, gehört zu diesen weit verbreiteten Missverständnissen. Wir spielen in unserer Freizeit gerne am Computer und auf dem Tablet oder auch draußen mit unseren Freunden. Was haben Sie als Kind am liebsten gemacht? Fußball gespielt und Klavier gespielt, was gleichzeitig erkennbar nicht geht. aber beides sind Beschäftigungen, die mich über viele, viele Jahre auch über die Schulzeit hinaus interessiert und begleitet haben. So, jetzt sind wir schon am Ende unseres Interviews angelangt. Vielen Dank, dass wir Sie befragen durften.
Ja, ich bedanke mich für die Fragen und wünsche euch alles Gute.